Hallo, in diesem Video geht es darum, ein Schreckbild zu zeichnen als Teilgebiet der Raumgeometrie. Ich habe da als Beispiel die Pyramide ABCDS und in diesem Video geht es darum, das sehr kompakt zu zeichnen. Also ich zeichne eine Skizze und aus dieser Skizze möchte ich gleich das fertige Schreckbild zeichnen. Gehen wir schnell auf die Aufgabe. Gegeben ist die Pyramide ABCDS. Grundfläche ist das gleichschenklige Dreieck ABC mit Basis BC. Der Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Die Spitze S liegt senkrecht über Punkt C und AM liegt auf der Schreckbildachse. Es gilt, Omega sind 45 Grad, Q ist 0,5, AM sind 9, BC 6 und CS 9 cm. Zeichner Schreckbild, Punkt A liegt links von Punkt M. Okay, ich mache eine kleine Skizze, damit ich weiß, was habe ich als Grundfläche. Da schaue ich erst nach, was liegt auf der Schreckbildachse. Hier heißt es, die Strecke AM liegt auf der Schreckbildachse. Okay, kleine Skizze. Jetzt. Also, Schreckbildachse zeichnen, skizzieren. So, das ist meine Schreckbildachse. Hier habe ich meinen Punkt A und hier habe ich meinen Punkt M. Gut. So, also, wie sieht meine Grundfläche aus? Ich gehe es nochmal durch. Schau es hier an. Grundfläche ist das gleichschenklige Dreieck ABC mit Basis BC. Und es gilt, Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Also gleichschenkliges Dreieck mit Basis BC, das heißt BC, ja, wie gesagt, ist die Basis und die beiden anderen Strecken müssen dann gleich lang sein. Das heißt gleichschenklig, also zwei Strecken sind gleich lang und die Basis ist die dritte Strecke dazu. So, jetzt heißt es hier auch weiter, der Punkt M ist Mittelpunkt der Strecke BC, den habe ich hier drauf. Wenn das Dreieck gleichschenklig ist, dann liegt hier die Strecke BC drin und zwar senkrecht dazu, werde ich hier zwei gleich lange Strecken reinbekommen. Ja. Damit liegt automatisch M als Mittelpunkt der Strecke BC. BC muss unten liegen, weil wir müssen es entgegen des Uhrzeigersinns beschriften. Damit kriege ich hier einen rechten Winkel rein. Habe ich sonst noch eine Spezialeigenschaft? Ja, die Strecke AC und AB müssen gleich groß sein, weil es gleichschenklig ist. Ja, und damit ist meine Skizze auch schon fertig. Die Skizze muss ich jetzt in das Schreckbild umwandeln. Hier muss ich jetzt direkt den Winkel suchen, die zwischen der Schreckbildachse und meiner Grundfläche liegen. Ja, hier ist kein rechter Winkel drin, den kann ich ignorieren, mache ihn wieder raus. Aber ich habe ihn ja schon eingezeichnet, zwischen Schreckbildachse und der Grundfläche muss ein rechter Winkel sein. Das ist der da. Und da kommt jetzt hier der Omega ins Spiel, nämlich dieser rechte Winkel wird durch diesen Verzerrwinkel ersetzt. Also wird im Prinzip die Strecke hier so reingelegt. 45 Grad kann man auch sehr gut zeichnen, es geht nämlich immer hier durch diese Diagonalen der Kästchen durch, das ist 45 Grad. So, dann noch zweite Eigenschaft, nämlich die Strecke BC, das ist ja die, die im Prinzip so runtergedreht wird. Mache ich es jetzt so. BC wird da drauf gedreht und die Strecke, die senkrecht liegt zur Schreckbildachse, wird jetzt mit diesem Streckfaktor Q multipliziert. Also BC, das ist die Strecke, die in den Raum gedreht wird, also heißt es Q mal 0,5, das sind 3 cm, also ist diese neue Strecke hier 3 cm lang. So, das reicht mir auch schon aus der Skizze raus. Ja. Ich habe jetzt im Prinzip erfasst, welche Strecke gedreht wird, wie die restlichen Strecken drin liegen. Jetzt fange ich an mit der richtigen Schreckbildzeichnung. Ich nehme mein Geodreieck. So, brauche genügend Platz nach oben, weil hier die Spitze kann man ablesen von C nach S in 9 cm. Also 9 cm Platz nach oben werde ich brauchen. So, ich fange wieder an mit der Schreckbildachse. So, das ist hier da. Welche Strecke liegt auf der Schreckbildachse? Die Strecke AM. Die Strecke AM haben wir hier mit 9 cm. Haben wir sie auch noch schnellfarbig? So, also 9 cm lang. Wenn ich hier meinen Punkt M hinsetze, dann ist mein Punkt A hier zu finden. A. So, habe ich es soweit nach, ja, mache ich vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach links, sonst komme ich zu weit an den Rand hin. Also machen wir hier, ja, noch weiter, muss da rein. So, hier. Gut, also hier ist A, hier ist M, jetzt passt, müsste ich genügend Platz haben. Jetzt wage ich mir an die Strecke BC, das ist die gedreht wird. Also nehme ich mein Geodreieck. Hier diese Hilfslinie von
0 bis 45 Grad. Nehme ich gleich vom Geodreieck mit und lege es hier an. Und jetzt weiß ich ja, die Strecke BC wird mit 0,5 multipliziert. Das heißt, die ist in der Zeichnung insgesamt nur noch 3 cm lang. Also muss ich 1,5 cm nach oben und 1,5 cm nach unten, damit die Strecke insgesamt 3 cm lang ist. Dann kriege ich hier unten meinen Punkt B und hier oben meinen Punkt C raus. So, und jetzt muss ich noch die Punkte verbinden. Geodreieck nehmen und verbinden. So drehe ich es um. Geodreieck nehmen und verbinden. So, und jetzt merkt man schon, wenn ich das so in den Raum gelegt habe, ich blende mal das Geodreieck aus, hier diese beiden Strecken AB und AC. Laut meiner Skizze müssen die ja gleich lang sind, aber da das in den Raum gedreht ist, haben die Strecken natürlich eine andere Länge, wenn ich da jetzt das Geodreieck anmesse. Aber in Wirklichkeit sind die immer noch gleich lang. Ja, das ist nur durch die verzerrte Darstellung sind die jetzt halt, sehen die nicht mehr gleich lang aus. So, jetzt brauche ich noch die Höhe. Hier heißt, nehme ich eine neue Farbe. So. Die Spitze S liegt senkrecht über Punkt C. Also nehme ich mein Geodreieck. Das muss ich jetzt senkrecht zur Schrägbildachse ausrichten. Da habe ich ja auch meine Hilfslinie im Geodreieck drin. So, senkrecht ausgerichtet und jetzt Nullpunkt, Zeichenpunkt, Zeichenkante durch den Punkt C legen und 9 cm nach oben zeichnen. Ja, ich mache das. Habe ich Punktlandung geschafft. Ja, ist bei mir jetzt genau hier oben an der Ecke. Da ist mein Punkt S. Und jetzt gilt es noch, die ganzen Punkte miteinander verbinden. So. Und die beiden auch noch. Jawohl. Und das ist mein fertiges Schrägbild. Ich blende es noch aus, dann kann man noch mal alles sehen. Genau, alles fertig gezeichnet.